hoher Besuch bei der Feuerwehr in Lichtenfels-Rader. Der hessische Innenminister Peter Beuth ist höchstpersönlich gekommen, um einen Förderbescheid über einen Einsatzwagen 1, ELW 1, an die Feuerwehr zu übergeben. Verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Termin der Übergabe des Förderbescheids des Landes Hessen für unseren ELW 1. Besonders begrüßen möchten wir natürlich Herr Innenminister Peter Beuth. Sehr schön, dass Sie zu uns nach Lichtenfels gekommen sind. Das freut uns. Und es ist nicht täglich so, dass da ein Innenminister uns mal besucht. Hier und da kommt mal ein Staatssekretär, aber heute ist der Innenminister persönlich da. Das ist sehr schön. Besonders begrüßen möchte ich natürlich auch unsere heimischen Landtagsabgeordneten. Ich gucke mal, das ist die Daniela Sommer, die Claudia Ravensburg und den Armin Schwarz. Herzlich willkommen auch euch dreien. Freut mich auch, dass ihr das möglich gemacht habt, uns hier zu besuchen und auch in gewährter Form zu unterstützen. Denn das muss man auch sagen, alle drei sind auch immer stets ansprechbar für uns und auch für mich, wenn mal das ein oder andere zu regeln ist. Und da haben wir einen ganz guten Draht. Das funktioniert eigentlich auch in Richtung des Landes sehr gut. Und natürlich nicht zu vergessen, herzlich willkommen die Mitglieder unserer städtischen Gremien. Das ist einmal die Vertreter des Magistrats, der Ingolf Ibing als erster Stadtrat ist dabei. Und die Vertreter der Stadtverordnetenversammlung, der verschiedenen Fraktionen, die hier sind, das ist jetzt ein bisschen dünn. Ich zähle jetzt auch nicht jede einzelne Fraktion auf, Herr Grewe, aber es sind auf jeden Fall, Herr De Wender, Herr Grewe, es sind ja einige von den Fraktionen vertreten. Und dann kommen wir natürlich auch, und das freut mich, zu den Vertretern unserer Feuerwehr. Natürlich Stadtbrandinspektor Klaus Debus, herzlich willkommen. Einer seiner Vertreter, der Herbert Knipp, ist da, hallo. Und den Rest der Spitze der Feuerwehr, will ich mal sagen, entschuldige ich aus einem anderen Grund. Wir haben heute eigentlich parallel auch eine Einladung, Verwaltungsspitze und Spitze der Feuerwehren in unsere Partnergemeinde und Partnerfeuerwehr nach Tannroda. Da ist ein langjähriger, ja, sehr engagierter Feuerwehrkamerad verstorben, der heute beerdigt wird. Und an sich wollten wir alle zusammen dahin. Herr Minister, wir haben dann den Termin von gestern auf heute geschoben, aber den wollen wir natürlich trotzdem wahrnehmen, ne, zu dem Grund. Und deshalb haben wir eine Abordnung nach Tannroda geschickt und der Rest ist sozusagen hier. Ich freue mich auch, dass ein Teil der Besetzung des ELWs da ist und natürlich auch begrüße ich ganz herzlich die anwesenden Wehrführer unserer Freiwilligen Feuerwehren, sowie alle Bürgerinnen und Bürger, sowie die heimische Presse, die auch entsprechend reichlich vertreten ist. Ich möchte mich vorab noch, bevor wir jetzt gleich starten in die Übergabe, bedanken bei der Freiwilligen Feuerwehr Radon, Herr Kesting, für die Unterstützung der letzten Tage. Und bei den Landfrauenradern sowie Manuel Gepper vom Pflegezentrum Lichtenfels, die für die kleine Bewirtung gesorgt haben. Und das möchte ich jetzt auch gleich schon nutzen. Im Anschluss an den offiziellen Akt werden wir im Dorfgemeinschaftshaus gerne entsprechend durch die Unterstützung der Landfrauen und von Herrn Gepper zu Essen und Getränken einladen. Da sind natürlich alle, die hier sind, recht herzlich zu eingeladen. Und können dann in geselliger Runde vielleicht die ein oder andere innenpolitische oder auch überinnenpolitische Thematik besprechen. Sehr geehrter Herr Beuth, wir freuen uns über Ihren Besuch und wir danken Ihnen ausdrücklich, sowie dem Land Hessen, für die Unterstützung bei der Anschaffung unseres neuen ELWs. Bei den Kosten von rund 108.000 Euro ist eine anteilige Förderung von 37.800 Euro für uns sehr, sehr wichtig und die hilft uns auch absolut weiter. Aber mein Dank geht auch an die städtischen Gremien für die Unterstützung und die Bereitstellung der nötigen kommunalen Haushaltsmittel. Denn wir müssen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lichtenfels immer gute Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Zum einen ist es unser Auftrag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und vor allen Dingen müssen die Kameradinnen und Kameraden immer bestens ausgestattet und bestens geschützt in Übungen und vor allen Dingen Einsätze geben können. Und dafür tun wir das. Aber, und das ist auch darüber hinausgehende Werbung und Anreiz für die Gewinnung künftiger Einsatzkräfte, wenn wir eine gute Rahmenbedingung und gute Ausstattung zur Verfügung stellen, gemeinsam Stadt und Land. Wir freuen uns für unsere 8 Stadtteilfeuerwehren mit 163 Aktiven, Damen und Herren, durch Ihre Unterstützung, Herr Beuth, nun auch im ELW zeitgemäße und professionelle Rahmenbedingungen bieten zu können. Der Stadtbrandinspektor, der wird gleich im Anschluss an den Herrn Beuth auch noch ein paar Sätze sagen und er wird zum alten ELW und zur Entwicklung auch 2, 3 Sätze dazu steuern. Und Herr Beuth, ich habe mir mal angeschaut, wir haben in Lichtenfels 163 aktive Kameradinnen und Kameraden im Wehrdienst, also im Branddienst, bei 4.200 Einwohnern. Das macht so knapp 4% der Gesamtbevölkerung aus.
Beim Land Hessen habe ich mal geguckt, und jetzt ist das natürlich ein bisschen holzschnittartig, nicht böse nehmen. Da sind das so 1,2% deren, die den aktiven Branddienst in Hessen machen im Vergleich zur Bevölkerung. Ich glaube, da sind wir dann in Lichtenfels prozentual ganz gut unterwegs. Und ich glaube, das ist auch so eine Stärke des ländlichen Raums. Und in den kommenden Jahren, da haben wir auch weiter Investitionen in den Brandschutz vor der Brust. Wir werden zwischen 600.000 und 700.000 Euro bewegen müssen. Und dabei natürlich hoffen wir auch auf die finanzielle Unterstützung durch das Land. Die ist absolut notwendig und auch für uns eingeplant. Ein Hinweis, und das ist vielleicht was für das bilaterale Gespräch am Tisch nachher. Auch die Anforderungen des Feuerwehrwesens müssen auf die Bedarfe im ländlichen Raum abgestimmt sein. Der Armin Schwarz und die Claudia und die Daniela wissen, was ich meine. Neben den großen Orten, da leben wir auch vor allem hier in den kleinen Orten, mit und von der Feuerwehr. Ob beim lebensnotwendigen Brandschutz oder auch beim gesellschaftlichen Mitwirken. Die Feuerwehrvereine, ob Osterfeuerfeste mit Umzügen, St. Martin, all dies und noch viel mehr, das funktioniert nur mit der Freiwilligen Feuerwehr. Und damit dies auch weiter möglich ist, zählen wir, Herr Innenminister, auf Ihre Unterstützung im Land Hessen und neben dem Bescheid einer finanziellen Unterstützung, und das sage ich ganz ausdrücklich gerne, sind persönliche Übergaben wie heute durch den Innenminister auch in so einer ländlichen Region eine besondere Würdigung des Freiwilligen Feuerwehrwesens vor Ort und auch sehr wichtig für den bilateralen Austausch am Rande. Also, nochmal ganz herzlich willkommen hier bei uns in Lichtenfels. Fühlen Sie sich in den nächsten Stunden wohl bei uns. Und nun übergebe ich gerne an Sie für den Bescheid. Herr Bürgermeister Scheele, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Abgeordnetenkollegen, liebe Claudia, liebe Frau Dr. Sommer, lieber Armin, ich freue mich, dass wir heute hier beieinander sind und einen Zuwendungsbescheid übergeben können für ein ELW 1 für die Freiwillige Feuerwehr Radern. Sie haben sozusagen die wesentlichen Dinge schon erwähnt. Am Ende handelt es sich um ein Fahrzeug, was so 110.000 Euro an zuwendungsfähigen Ausgaben ausmacht. Herr Debus, 110.000 zuwendungsfähig, mutmaßlich ist es ein bisschen teurer. Aber damit wir das vergleichbar halten über das ganze Land, deswegen gibt es da irgendwie so ein Raster, wo das dann hineinfällt. Und Sie haben mit 37.800 Euro Zuwendungshöhe insofern einen Schnapper gemacht, weil Sie 35% abräumen. Wir haben da so eine Quotenregelung je nach Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden so zwischen 20% und 40%, also im oberen Mittel und, oder in dem oberen Bereich. Insofern freue ich mich darüber, dass wir das heute hier machen können. Ich nehme gleich mal mit auf, was Sie so alles mir schon mitgegeben haben. Ja, ja, das sollte, ob das jetzt in jeder Einzelheit gelingt, weiß ich nicht, aber im Groben und Ganzen dürfte es gelingen, dass wir Sie da auch entsprechend unterstützen. Ich bin ja den Abgeordneten sehr dankbar, die dafür Sorge tragen, dass wir in unserem Haushalt, in unserem Landeshaushalt, schon vor vielen Jahren dafür gesorgt haben, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, zu schauen, was die Feuerschutzsteuer an Erträgen bringt, sondern wir haben gesagt, es gibt Garantiesummen. Und diese Garantiesummen haben wir seit 2009, glaube ich, haben wir sie im Haushalt, oder 2010 haben wir sie von 30 Millionen auf mittlerweile 42 Millionen gesteigert. Also insofern haben wir dann auch die Kraft, sie da zu unterstützen. Wie gesagt, damit habe ich Ihnen jetzt noch keine Bescheid in Aussicht gestellt, aber ich glaube, dass wir da unserem Auftrag und unserer Aufgabe schon nachkommen können. Wie, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, überhaupt der Landkreis Waldeck-Frankenberg, meine lieben Abgeordneten, ohnehin nicht so schlecht abgeschnitten hat. In den vergangenen beiden Jahren 29 Fahrzeuge, 11 bauliche Maßnahmen, Gesamtsumme von 4,1 Millionen. Also wenn ich da so Rechnungen jetzt aufmachen würde, wie Sie die gerade hier mit den Kameraden aufgemacht haben, lieber dann nicht. Kann man sozusagen nur sagen, das ist irgendwie, ich weiß, die Abgeordneten hier vor Ort sagen, das ist angemessen, aber wir reden ja auch woanders nicht darüber, was ihr bekommen habt, sondern das ist ja so. Also insofern freue ich mich darüber, wie gesagt, und ich bin mir auch sicher, dass wir hier das Geld wirklich gut anlegen. Es dient am Ende der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Brandschutz und deswegen gebe ich den Bescheid auch immer gerne. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen auf unserem Geld sitzen wollen und krampfhaft festhalten, sondern wir wollen ja dafür Sorge tragen, dass wir die Städte und Gemeinden unterstützen, bei ihrer Aufgabe die Feuerwehren entsprechend auszurüsten und auszustatten.
Und da komme ich jetzt sozusagen nochmal zurück. Das ist natürlich Ihr Auftrag, ne? Das steht so im Gesetz. Und wenn ich komme, dann komme ich ja immer nur dazu. Und wir machen das im Rahmen unserer Leistungsfähigkeit, helfen wir. Aber der eigentliche Auftrag liegt natürlich bei den Städten und Gemeinden. Und daran gibt es auch keinen Zweifel. Und ich sage Ihnen auch hier wieder, es ist so, dass wir eigentlich seitens des Landes oder dass ich seitens des Landes einen ganz anderen Auftrag sehe, als Feuerwehrautos und Feuerwehrhäuser zu unterstützen. Wir haben das eben schon, die Bedeutung der Feuerwehren, ja schon dargestellt. Und Sie haben vor allen Dingen auch den Teil herausgeschält, der von der größten Bedeutung ist. Das sind nämlich die, die heute auch hier in Uniform angetreten sind. Das sind die Männer, die dahinter stehen. Das sind die Kameradinnen und Kameraden. Und wir müssen, so zumindest meine Vorstellung, dafür Sorge tragen, dass wir unter dem Gesichtspunkt Ausbildung wirklich alles tun, was ich sag mal, in unserer Macht steht, um dafür Sorge zu tragen, dass die Kameraden gut ausgebildet in ihre Einsätze gehen, damit wir halt eben auch damit dann hoffentlich sicherstellen können, dass sie halt eben immer wieder gesund aus ihren Einsätzen zurückkommen. Und deswegen ist, bevor wir den ersten Euro ausgeben für ein Fahrzeug und ein Feuerwehrgerätehaus, ist es zunächst mal unser Auftrag, dass wir uns um die Landesfeuerwehr spielen. Und da sind wir sozusagen mitten in einem Kernbereich dessen, was uns in der Pandemie an Problemen aufgeladen wurde. Der Lehrgangsbetrieb hat ja nicht nur dort nicht funktioniert, beziehungsweise konnte nicht funktionieren, weil wir halt eben diese pandemischen Einschränkungen hatten. Die Kreisausbildung lag sozusagen brach, weil wir gesagt haben, gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband, dass wir jetzt nicht mitten in der Hochzeit der Pandemie die Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis an einer Stelle zusammenführen, damit, wenn es denn zu einer Infektion kommt, damit dann idealerweise flächendeckend die Feuerwehren ausfallen. Deswegen haben wir das ja gemacht und haben damit natürlich einen Ausbildungsstau produziert, den wir jetzt versuchen müssen, sukzessive aufzuholen. Ich bin da den Feuerwehren sehr, sehr dankbar, dass das alles mitgetragen wurde. Das ist an der einen oder anderen Stelle natürlich nicht so ganz leicht gewesen, weil ich weiß nicht, wie es hier war, aber es gibt natürlich Feuerwehren, wo dann ein paar Mann anstanden mit Grundausbildung und dann wollen die ja auch. Ne? Also dann ist das ja auch nicht so, dass es auch sehr gut erwartest, bis die Pandemie vorbei ist, sondern du willst helfen und wirst im Grunde genommen daran gehindert. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass es gleichwohl, so ist zumindest mein Eindruck, Land auf, Land ab, ganz gut gelungen ist, dass man das im Griff behalten hat. Weil nur wenn derjenige, der sozusagen ganz vorne steht, die optimale Ausbildung hat, wird dann halt eben auch den letzten Mann erfolgreich durch diesen Einsatz führen. Die Zuwendung des Landes Hessen zur Förderung des Brandschutzes, Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW1 für die Freiwillige Feuerwehr Radern. Da muss man dazu sagen, da ist es besonders wichtig, dass da kein Schreibfehler passiert. Von ELW 1 zu ELW 2. Das sind nämlich mehrere Millionen Unterschied. Also, es ist aber ein ELW 1 in diesem Sinne. Alles Gute, Glück und Gottes Segen für die Kameradinnen und Kameraden, aber natürlich auch für die Stadt. Ich wünsche Ihnen, dass bei der Beschaffung alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen. Und dass es dann das Fahrzeug dann einen guten Dienst für die Feuerwehren und für die Bürgerinnen und Bürger hier in der Stadt und in der Umgebung dann leistet. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Tschüss. Der Stadt Lichtenfels und freue mich sehr, dass Sie heute den weiten Weg in unsere beschauliche Stadt auf sich genommen haben, um uns persönlich einen Förderbescheid des Landes Hessen für den neuen ELW 1 zu übergeben. Ich begrüße außerdem unseren Bürgermeister Herrn Scheele sowie alle anwesenden Gäste. Ich zähle jetzt nicht jeden nochmal separat auf, hat der Bürgermeister schon gemacht und ich habe Angst, dass ich einen vergesse und das will ich nicht. Für uns hat der heutige Tag einen erfreulichen Anlass. Nach langen Bemühungen der Stadt Lichtenfels freuen wir uns sehr, heute einen Förderbescheid des Landes Hessens zu erhalten, der es uns ermöglicht, die Finanzierung des neuen ELW 1 für die Stadt Lichtenfels sicherzustellen. Der Herr Innenminister hat eben schon gesagt, man rechnet so ungefähr mit 108.000, 110.000 Euro. Bis Ende nächsten Jahres, wo das Auto dann kommen wird, wird bestimmt noch 12 bis 14 Monate dauern,
kommen bestimmt nochmal 5, 6, 7, 8.000 Euro obendrauf. Das ist einfach diese Preisspanne, wo die Preise, die jetzt gelten, nicht zu halten sind. Als wir im Jahr 2009 unseren ersten gebrauchten ELW 1 bekamen, waren wir die letzte Kommune hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg, welche noch keinen eigenen Einsatzleitwagen der Feuerwehr besaß. Das Auto, wo wir es gekriegt haben, war schon 10 Jahre alt, ist Baujahr 99, ist jetzt 22 Jahre alt und lief vorher in Holland bei einer Flughafenfeuerwehr. Musste dann dementsprechend umgebaut werden und so, dass wir es dann nutzen durften und dann vom technischen Prüfdienst abgenommen wurde. Auf Initiative der Stadtbrandinspektoren und einiger Feuerwehrkameraden starteten wir im Jahr 2006 eine Sammelaktion von privaten Geldgebern und Firmen, um unserer Stadt die Anschaffung des gebrauchten ELW 1 zu ermöglichen. Insgesamt kamen dadurch ca. 8.000 Euro an Spendengeldern zusammen. Den Rest von rund 10.000 Euro zum Kauf des gebrauchten ELW übernahm dann die Stadt Lichtenfels. Die doch sehr einfache Technik wurde von uns im Laufe der Jahre stets optimiert, beziehungsweise das Fahrzeug wurde von uns weiter ausgebaut. Jedoch kommen wir jetzt aufgrund der veralteten Technik und des Platzmangels bei größeren Einsätzen schnell an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Umso mehr freuen wir uns nun auf einen neuen und modernen ELW 1, um auch hier die notwendige Professionalität und Leistungsfähigkeit im Einsatz zum Wohl und Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gewährleisten zu können. Herr Innenminister, ich möchte mich auch im Namen meiner Stellvertreter und aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenfels nochmals sehr bei Ihnen für den Förderbescheid bedanken. Wir hatten ja vor Jahren schon mal das Vergnügen in Goldsheim, wo wir uns auch schon mal das erste Mal kennengelernt haben, wo das LFC in Kattes übergeben wurde. Und da haben wir auch einen Deal gemacht, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir schätzen es sehr, dass Sie persönlich heute hier sind. Und das meinen wir auch so, wie ich das sage, offen und ehrlich. Und würden uns auf einen weiteren Besuch, vielleicht zur Einweihung des neuen ELW 1 von Ihnen freuen. Wenn wir das hinkriegen, dann trinkt man noch mal einen zusammen. Vielen Dank. Der hessische Innenminister Peter Beuth zu Besuch hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Radern. Erfreulicher Anlass für Radern. Ein Bescheid über ein ELW 1. Herr Beuth, Feuerwehren, ein ganz wichtiger Teil im ländlichen, nur im ländlichen Raum, in der Bundesrepublik überhaupt. Das Einsatzgebiet der Feuerwehren erweitert sich ständig. Wir haben Starkregenereignisse, Haustierrettung. Wie wichtig ist es deshalb, dass Feuerwehren technisch auf dem neuesten Stand sind? Ja, wir haben das große Glück, dass wir in der Größenordnung insgesamt in Hessen 70.000 Menschen haben, die sich ehrenamtlich für die Bürgerinnen und Bürger in diesen Fragen Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz einsetzen. Und da können wir nur sehr dankbar sein, dass es überall in den Orten bei uns freiwillige Feuerwehren gibt. Und wir sorgen dafür, dass sie anständig ausgestattet werden. Das machen die Städte und Gemeinden. Und das Land Hessen leistet seinen Beitrag dazu, wie heute hier in Radern, dass wir bei der Beschaffung eines Fahrzeuges, eines Einsatzleitwagens, halt eben 35% mitfinanzieren. Das ist wichtig, weil die Feuerwehren gut ausgestattet und ausgerüstet sein müssen. Das gilt nicht nur für den Brandschutz und für die technische Hilfeleistung, sondern natürlich auch für die Ausrüstung im Bereich von Katastrophen, ob das Waldbrände sind, ob das Starkregenereignisse sind. Und auch dort helfen wir insgesamt den Feuerwehren im Land, dass sie gut ausgerüstet und gut ausgestattet die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich gewährleisten können. Das Land Hessen hat schon sehr früh, 2009, angefangen, Geld auf die hohe Kante zu legen, so ein bisschen leinhaft ausgedrückt, um eben die Feuerwehren an der Stelle entsprechend zu unterstützen, nicht nur mit Fahrzeugen, auch mit Ausbildung und so weiter. Wir haben in den Ballungsgebieten Berufsfeuerwehren, aber
da werden immer die freiwilligen Feuerwehren vergessen in den Stadtteilen, die ja ganz wichtige Helfer der Berufsfeuerwehr, nicht nur Helfer, sondern gleichwertige Partner der Berufsfeuerwehren sind. Ja, wir haben in den städtischen Bereichen, aber auch nur an bestimmten Stellen, in Frankfurt, in Wiesbaden, in Kassel, zum Beispiel haben wir Berufsfeuerwehren, die praktisch dort eine eigene Rolle spielen. Aber in der Tat ist es so, dass diese Berufsfeuerwehren auch unterstützt werden durch freiwillige Feuerwehren, die in der Frage der Ausbildung und der Professionalität den Berufsfeuerwehren im Grunde in nichts nachstehen. Und sie werden auch gebraucht zur ordentlichen Bekämpfung des Brandschutzes. Und sie sind natürlich ein wichtiger Teil auch der örtlichen Gemeinschaft. Also natürlich auch in den Großstädten, in den Stadtteilen, wie auf dem Land, in den Dörfern, spielt die Feuerwehr eine wirklich sehr, sehr große Rolle für die Gemeinschaft. Weil die Feuerwehr kommt immer, wenn es brennt. Und zwar nicht nur, wenn Flammen schlagen, sondern auch, wenn der örtliche Turnverein, die Kirche, wenn die Kommune eine Festivität ausrichtet, ein Sportereignis zu unterstützen ist. Immer sind die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mit dabei und helfen mit dabei, dass das örtliche Leben stattfinden kann. Und auch deswegen sind die Feuerwehren so wichtig in unserem Land. Jetzt hat das Land Hessen vor einigen Jahren schon reagiert und hat das Dienstalter für aktive Feuerwehrleute raufgesetzt bzw. den Eintritt in die Einsatzabteilung heruntergesetzt. Nichtsdestotrotz, in vielen Bereichen fehlt der Nachwuchs. Wie kann man das attraktiver machen und was kann das Land dazu beitragen? Das ist in der Tat so, dass wir dort natürlich die Sorge haben, auch aufgrund der demografischen Entwicklung in unserem Lande, dass wir junge Leute, dass die Jahrgänge halt ein Stückchen kleiner werden und wir natürlich im Wettbewerb mit Sport, mit anderen attraktiven Freizeitbeschäftigungen stehen bei den Feuerwehren und deswegen unterstützen wir gerade die Jugendfeuerwehren dabei, dass wir, dass sie in der Lage sind, ich sage jetzt mal überall in den ungefähr 2000 Jugendfeuerwehren die jungen Leute zu befähigen, wieder Kinder und Jugendliche anzusprechen, sie zu faszinieren von dem Feuerwehrwesen, von der technischen Hilfeleistung, von der Technik, die dort stattfindet, von der Kameradschaft, in der man sich dort wohlfühlt. Und das geht alles nicht zu Nulltarif, sondern das muss man halt eben gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr entwickeln. Da geht es um pädagogisches Material, was da zum Einsatz kommen muss und so weiter. Das unterstützen wir sehr, weil wir natürlich wissen, dass so schön die Fahrzeuge und die Feuerwehrhäuser sind, am Ende brauchen wir Kameradinnen und Kameraden, die mit Leben erfüllen und die dann am Ende auch tatsächlich die Hilfeleistung durchführen können. Deswegen ist der Nachwuchs so wichtig. Der hessische Innenminister Peter Beuth, vielen Dank. Gerne.